ihr bereit? Ja. Oh, wow, was für eine Begeisterung. Ich glaube, eure Fans können das besser. Liebe Fans, liebe Gäste, seid ihr bereit für Banbau? Also mit mindestens genauso viel Enthusiasmus jetzt tanzen. Viel Spaß bei Banbau! Hallo, na, wer hat Lust auf eine gute Show? Ich glaube, das ist mir nicht laut genug. Wer hat Lust auf eine gute Show? Hey? Besser, besser. Ich glaube, ja, okay, übertreibt man jetzt nicht. Ich glaube, so können wir auf jeden Fall performen. Willkommen erstmal. Mein Name ist AD und ich bin der Leader von der Gruppe. Und heute ist tatsächlich ein besonderer Tag, weil das erste Mal, als ich mit dieser Gruppe auf der Bühne stand, das war genau vor 2 Jahren, 2019. Und ja, da habe ich 3 Monate lang getanzt und direkt 1 Monat nach so meinen ersten Trainings war es so, ey Leute, wir treten auf der großen Max auf. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was ich tue. So, wie soll ich denn in 2 Monaten halt irgendwas lernen? Und ja, es hat irgendwie geklappt. Das ist jetzt alles auf YouTube hochgeladen, also auf ewig im Internet, ja, so gebrandmarkt. Schaut es euch bitte nicht an. Aber ja, seitdem hat sich auf jeden Fall einiges in der Gruppe getan. Damals waren wir halt eine Boys-Only-Gruppe. Diesmal sind wir anders aufgestellt. Wir sind eigentlich eine komplett andere Gruppe. Wir haben wirklich reizende Ladies mit an Bord geholt. Wir haben... Ja, ja, bitte, ein bisschen Applaus hier für die Ladies, die dann auf die Bühne kommen werden. Die werden euch... Ja, die haben auch wirklich viel, was sie euch bieten können. Wir haben extra dafür gesorgt. Oh, warte, ich knie mich mal hin, weil das mache ich gerne. Damit ich halt so auf Augenhöhe mit euch bin. Die haben sich auch wirklich viel Mühe gegeben. Es wird später dann halt noch... ein Konzept geben, eine große Rede von einer unserer Damen, die sich wirklich viele Gedanken gemacht haben, was wir sozusagen euch zeigen können, was nicht nur K-Pop ist und was auch mehr Charakter sozusagen an euch mitbringen kann, damit ihr auch so wisst, okay, wofür stehen wir, was finden wir gut und was wollen wir überhaupt machen, ne? Wir wollen nicht nur so Songs hintereinander spielen und alle sind dann so, okay, cool, sondern ihr sollt uns kennenlernen und ihr sollt etwas mitnehmen, was ihr sonst nicht bekommt. Deswegen danke, dass ihr auf jeden Fall hier seid und genießt die Show. Improvisation, what up? You can, you're panarani.
넌 가지려 해 난 더 멈춰 널 의심만 해서 감추곤 했던 손 안 쓰러 욕망이 나의 괴롭게 널 사랑하게 놔둬버린 나의 본능 급한 욕이 언제나 앞만 보고 달력에 서로 앞만 보고 달력에 서로 앞만 보고 달력에 서로 앞만 보고 달력에 서로 두려움으로 연근 의심은 버릇 여전히 병든 시간은 처음부터 잘못된 것 같아 전부 이제는 내게서 삭제된 엄두 계속 악해져만 가는 관념과 사상 너가 환영받았던 때는 지나갈 시간이든 너에게 상처만 남 넌 가지려 해 난 도망쳐 널 의심은 내서 감추곤 했던 손에 쓸어 욕망이 나의 괴롭게 널 사랑하게 놔둬버린 나의 본능 급한 욕이 언제나 deadly moon waves and overseas quick coast and overseas fuck those who don't believe they will never want to admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries it's a woman's world so to speak pussy you sour never giving credit where it's due because you don't like pussy in power venom Let me try to survive.
Yes, I'm crazy. Don't be chillin' chin, yeah. If you can see, 나에게 돌아와. 내일은 널 오늘이 만들 거야. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Sweat, 불 달리고 flow, flow. 직진들이 봐도. I wanna 노래볼. 세계 모두 내게로. 올라가 둘을 다 이대아. 이건 히트다. So far with him, I go boo-hoo. He said, you look crazy, thank you, baby. I'll eat on to you. Got me all messed up. His love is my favorite. But you plus me, sadly, can be dangerous. Lucky me, lucky you. 결국엔 무슨 말, we lie. So what, so what? 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry. I'm not sorry. Now the coffee, hate me. Some of them men think they freak this like we do, but no, they Hallo? Oh, yes, man hört mich. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Einige kennen mich vielleicht, andere nicht. Ich bin Rumi. Ich bin eines der neuesten Mitglieder von Banbao und ich tanze schon eine Weile. Und wenn ihr Banbao so ein bisschen verfolgt habt, wisst ihr, dass die halt sehr viel Boys getanzt haben früher. Und das wollen wir ein bisschen ändern. Deswegen kamen auch die
Tänze, die ihr gerade gesehen habt, ein bisschen zustande. Und wir haben tatsächlich gleich noch eine Überraschung für euch. Aber dafür müssen wir die erstmal aufbauen. Hattet ihr Spaß bis jetzt? Ey! Ja, bitte. Gebt uns noch ein paar Sekunden, das wird sich lohnen, ich verspreche. Für meine Mädels bitte ich bitte einen ganz, ganz großen Applaus jetzt, ja? Die haben sich so viel Mühe gegeben. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being. I'm in love, I'm in love,찰나의 순간 그도 맞춤 모든 감각이 멈춘 순간 내 안에 퍼진 작은 떨림 처음 느껴보는 내가 든 듯한 기분이 날 삼켜와 꿈에서도 본 적 없는 꿈을 꾸는 기분이야 꿈이라고 단정짓긴 꽤 확실한 느낌이라 그려내 후그려 내 그림지 성끝까지 선명한데 널 다시 마주와 날만 바라볼게 전으로 돌아갈 순 없을 것 같아 널 모르던 날 널 마주친 후에 난 걷잡을 수 없이 더 갈망하게 되는 걸 난 마치 꿈에서 꿈을 꾼 듯이 난 찾아서 헤매다 길을 잃어가 다신 깨지
꿈을 찾아 너란 꿈을 방황하는 나 Nobody say word 그 어떤 것도 너를 채울 수 없어 babe 꿈꾸는 밤도 좁을 사라져가 babe 향기가 떠나질 않아 널 찾아 헤매는 나 구해줘 say word Nobody say word 전으로 돌아갈 순 없을 것 같아 널 모르던 날 널 마주치는 후에 난 걷잡을 수 없이 더 갈망하 Hallo. Hi, ich bin die Bella. Hat es euch bisher gefallen? Ah, wundervoll. Bevor es hier weitergeht, obwohl es schon alles schön aufgebaut, ich möchte erstmal sagen, wir sind so happy, dass wir hier sind. Und dieses Jahr haben wir auch unseren unglaublichen Kameramann dabei, den ich honoren möchte. Max sieht man dich, wo bist denn du? Da! Max ist hier, Justin ist hier, Nico ist da hinten, glaube ich, oder da. Und wir sind sehr happy, dass wir euch hier haben. Danke für diese wundervolle Arbeit. Er hat übrigens auch morgen Geburtstag. So, also ich habe für euch ein Barbecue vorbereitet, ein Quiz. Und das Schöne an dem Ganzen ist, die haben keine Ahnung, was ich für ein Quiz vorbereitet habe. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe mir Notizen gemacht. So. Also, ich stelle eine Frage oder eine Aussage und ihr zeigt dann auf die Person, auf die es zutrifft. Ja, 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 ihr alle. Haut euch bitte nicht ins Gesicht. Und weil wir begrenzt Zeit haben, wäre es cool, wenn einer von euch auf die Uhr schaut und mir sagt so, oh, es sind 6 Minuten vergangen. Wäre das okay? Du? Ich danke dir. Wink dann einfach hektisch. Wunderbar. Okay. So, also die Fakten, die ich jetzt hier aufzähle, also die Fragen, die ich hier aufzähle, könnten entweder Fakten sein oder Vermutungen. Also Frage 1 ist einfach. Wer ist der Größte in der Gruppe? Genau. So, jetzt wird es schon schwieriger. Wer ist der Coolste in der Gruppe? Also ich glaube, die Auswahl fällt auf AD. AD, möchtest du als Coolster bitte kurz was sagen? Hi, Leute. Wunderbar. Okay, die dritte Frage ist, und die finde ich auch super, wer verträgt keinen Alkohol? Ich glaube, es wird wieder AD. Du verträgst keinen Alkohol? Ja, also es geht relativ schnell und entweder ich bin lustig oder schläfrig oder eine Mischung. Dann bin ich halt eine Sekunde hyper und dann schlafe ich ein. Super. Okay. Dann, ich habe super tolle Fragen, aber ich muss mich kurz fassen. Denn ich muss jetzt herausfinden, wer hat die kleinsten Füße? Das Publikum weiß es auch. So, Moni, welche Schuhgröße hast du? 36. 36, Leute. Hat jemand kleinere Füße? Da hinten. Was hast du? Sie hat gewonnen. Okay. Die nächste Frage. Wer sieht fabelhaft in einem Tütü aus?
Okay, also, Jungs, habt ihr gerade gegenseitig aufeinander gezeigt auch? Ja. Okay, okay, Tiny. Hast du ein Tütü zu Hause? Actually, yes. Okay, nächste Max hat sie ein Tütü an. So. Oh ja, das ist cool. Bei einem Überfall, wer würde Wache schieben? Es wird sich schon abgesprochen, also der Überfall wird stattfinden. Es könnte jeder sein. Also ich glaube, wir haben uns für Tung entschieden. Ja. Tung, bist du bereit, diese wichtige Mission auf dich zu nehmen? Ich weiß nicht, ich bin ein sehr schläfriger Typ und es läuft, glaube ich, dann nicht so geil, wenn ich so Wache schieben würde. Müssen wir uns noch überlegen. Okay, aber wenn wir diesen Überfall planen, wer wird als erstes erwischt? Oh no, oh no. Ash, hast du eine Erklärung dafür, warum alle glauben, dass es auf dich fällt? Naja, ich bin halt tollpatschig. Nein, stimmt gar nicht, nein. Okay, immer noch eine Überfallfrage. Wer macht sich mit dem ganzen Geld aus dem Staub am Ende? Ich glaube, ich muss gar nicht nachfragen, ich hätte auch auf ihn gezeigt. Okay, okay, jetzt mache ich wieder was ein bisschen leichteres. Moment, wie viel habe ich noch? 3 Minuten. Zoe, bist es du? Ich trage meine Brille nicht. Ich wohne noch nicht so lange in Berlin. Okay, wer frisst am schnellsten sein Essen auf? Oh, warte. Ich muss jetzt mal eigentlich Chris dran haben, aber auf dich wird es... Okay, okay. Du bist auch bekannt dafür, dass du die Reste immer isst. Was hast du dazu zu sagen? Ich rette die Umwelt damit. Er rettet die Umwelt! Applaus! Oh, Diskussion. Wir müssen testen, wer am schnellsten ist. So. Die Frage ist super, denn ich bin gespannt, hier wird nämlich jeder auf sich selbst zeigen. Wer gibt am meisten Cash für Bubble Tea aus? Oh, oder auch nicht. Okay, Moni, diesen Monat, wie viel Geld hast du für Bubble Tea ausgegeben? Kein Kommentar. Zu viel. Nein, schmeckt gut. Dann, na. Oh, das ist einfach. Wer ist am schüchtersten? Oh. Ist Alicia auch schüchtern? Sie findet nicht. Tiny? Oh, okay. Tiny. Du, aber ich meine, du würdest ja auch ein Tütü auf der Bühne tragen, oder? Ich finde, das ist... Ja, würde ich. Okay. Also ich finde, dann ist sie nicht schüchtern, oder? Okay. Zoe. Okay. Okay, die ist cool, die muss ich noch unbedingt stellen. Wer führt insgeheim ein Doppelleben als Superschurke? Hier führen sehr viele Doppelleben. Warte, wir müssen uns auf eine einigen, das ist wichtig für die nächste Frage. Okay. Rumi, Superschurke. Sag schnell einen Namen, schnell. Wie ich in der Schule genannt wurde, russische Mafia. Okay. Russische Mafia. Und letzte Frage, sorry. Und wer ist dann der Held in der Geschichte? Wer? Okay, Tung. Dein Superhero-Name. Mr. Panda. Mr. Panda, dankeschön. Yeah.
소리는 꿀꿀 시끄럽다 하면 눈누 만나 그 누구의 말도 안 듣고 나를 따라 해봐 한 번 더 따라 해봐 똑같은 짓 시키지 말고 그냥하세요 잔소리는 됐고 어지럽은 별로 개굴 개굴 개굴이 노래를 한다 대굴 대굴 굴러가 박힌 돌뺀다 살다 보면 착한 놈 많이 있지만 언제나 keeping it low 네가 원하는 건 뭐든 되고 싶어 그냥 내 곁에만 늘 있어줘 난 약속하리요 영원히 받들겠어 oh. If I die tomorrow 전개구리
ready. Sorry, sorry, sorry.
Give me fever. 어둠 같은 눈, 또 붉은 눈빛, breaking me in two. 따뜻한 들줄, 옹자에 앉아 네 앞에 설 때 내 안에 타는 불길. What I gotta do? 두꺼운 손이 너를 찾아도 I can't have it. 너에게 손대선 안 돼. 절대 하지만 이끌리지. 날 아플수록 널 원해. 멈춰 제발 멈추지 마. 멈춰 제발 멈추지. 너 때문에 온 몸이 타올라. 너 때문에 심장이 목말라. Like a fever. 나의 대양요 그만 baby oh baby. Ooh. 이런 날 어떻게 좀 해줘. 어떻게 좀 날 놓아줘 날 놓아줘 날 놓아줘 날 안아줘. 너 때문에 온몸이 타올라. 너 때문에 심장이 목말라. Like a fever. 하이. Hallöchen. Ja, es kommt jetzt von mir meine kleine Speech. Ich bin Moni, die Sektenleaderin auf Bengbau. Genau, und was jetzt kommt, hat es bei uns beim Bengbau nämlich noch nie gegeben, deswegen gibt es noch mal eine ganz kurze kleine Speech. Und zwar haben wir zum ersten Mal eine Choreo selber entwickelt. Genau. Und zwar haben Rumi und ich in den letzten Monaten uns rangesetzt gehabt zu dem Lied Card, also von Card, Bom Bom, eine Choreo zu entwickeln. Und die haben wir dann noch drei weiteren Leuten beigebracht. Und wir wollten das zu fünft auftreten, wollten damit zu fünft auftreten, aber eine Person ist heute leider nicht da. Leider. Aber wir hoffen, dass wir das irgendwann mal auch komplett für euch aufhören können, aber jetzt habt ihr hoffentlich erstmal Spaß in unserer Viererkonstellation und ihr könnt ja mal nachdenken, welche euch besser gefällt, unsere oder die Originalchoreo. Gut, viel Spaß. Make it burn, hey!
bitch, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. On the plans, get moving with the bass low. Got army right behind us when we say so. Let's go. Oh my God. Make some noise! Oh, Leute, was eine chaotische Show. Eine tolle, herzzerreißende, atemberaubende, für uns auch sehr krafterzeugende, keine Ahnung, Show. Vielen Dank, dass ihr heute alle zugeschaut habt. Es ist eine unfassbare Ehre, dass wir hier dabei sein durften, bei der Max, bei der Veranstaltung, für alle, die hier mit dabei sind. Vielen Dank. Einmal Applaus an euch alle. Vielen Dank. Ich kann nur noch mal mit letzten Worten sagen, es ist nicht alles so rund und rund, also für uns natürlich, alles so am Stück gelaufen, wie es sein sollte, aber wir haben das Beste rausgeholt und dank euch für die Motivation, all die Worte, egal ob per Social Media, sonstig was, vielen Dank. Falls ihr, ja, falls wir nochmal irgendwie hier auftreten sollten oder wie auch immer, ihr könnt uns gerne folgen, ihr könnt hier den QR-Code scannen auf der Leinwand und dann findet ihr direkt auf unserer Instagram-Seite, da könnt ihr uns gerne folgen und uns gerne auch verfolgen und alles drum und dran, ihr findet Social Media alles dort. Ansonsten, ich bedanke mich euch alle. Dankeschön, Max Berlin.